Grüße, ja. Oh. Zurück von der LBM 2014. Wow, das war ein langes, langes Wochenende. Oh, say that move! Kevin für den Sieg, Ebert und Gerhard, von den Deinen kam von direkt dich an. Möchte aber nicht sagen, dass ich darüber negativ denke, okay? Ich war sehr unterhaltsam, war weniger stressbehaftet als die letzten paar Jahre. Also hier ist jetzt eigentlich nicht viel los. Wir sitzen jetzt nur gerade hier. Wir sind viel später weggefahren, als wir eigentlich wollten. Das ist eigentlich unverständlich, weil es ist dann gut rübergekommen, gut runtergekommen, gut draufgekommen. Allgemein, es komme über euch die Freude, die ich euch da bringe in meinem Video hier zutage. Ah, mein war das Blödsinn. Auf jeden Fall. Die Hinfahrt war, okay, also wir sind da etwas später losgefahren. Oh, Sailor Moon! Und ja, die Fahrt durch Prag war recht illuster. Nehmen wir es mit. Nehmen wir es mit. Ich will es mitnehmen. Das würde gut in mein Forum passen. Was die LWM als solches angeht, ich finde es irgendwie wirklich sehr gut, dass sie es in die separate Halle gelegt haben, obwohl sich einige darüber beschwert haben. Ja. Und hier haben wir nun eine relativ angenehm temperierte Halle, muss ich sagen. Wir haben Halle. Ja, man sieht eben, sie wollen es trennen vom Rest. Aber halt eben vom Platzaufwand und so weiter ist es so eigentlich besser gelöst, weil du bist jetzt näher am Haupteingang, auch wenn sie aus irgendeinem Grund irgendwie den Rechtsverkehr noch nicht ganz eingeführt haben, dass die einen Leute in einem Gang auf einer Seite bleiben können. Das haben sie dann über die letzten Tage wohl einigermaßen irgendwie hingebracht. Es war ein bisschen ein Chaos am Anfang, aber jetzt dann am Ende ist es recht gut hin und her gelaufen. Freitag war toll. Obwohl ich trotz langen Suchen Ninotaku nicht gefunden habe, obwohl ich ja gesagt habe, ich werde ihn suchen, haben aber mehrere anscheinend getan. Und ich glaube, ich alleine habe durch diese Aktion jetzt gerade, die ich da unten abgezogen habe, einen neuen Helga Running Gag gespawnt, weil ich bin angeblich der Typ, der immer nach Nino sucht. Ich habe den gesamten Hallenbereich jetzt schon dreimal abgelatscht. Mir tut schon langsam die Beine weh. Ich habe niemanden gefunden, der Ninotaku kennt. Ohne Scheiß, ich habe Leute gefragt. Und ich habe ihn auch nicht gefunden. Ich habe auch keinen Stand gefunden, aber mir fehlen mehrere Stände von mehreren Anbietern. Entweder habe ich irgendeinen Bereich übersehen, aber stelle ich mir schwer vor. Ansonsten. Ich werde immer wieder fotografiert, interessant. Was aber irgendwie grotesk war, möchte ich behaupten, okay? Ich habe nur zwei Leute. Oder zumindest zweimal eine kleine Gruppe von Leuten. Ich glaube, einmal waren es zwei Leute und dann war es eine kleinere Gruppe. Ich hab Leute gefunden. Okay, bekannt. Sorry, Zoom irgendwie. Jawohl. Ihr kennt Ninotaku. Ja, wir kennen ihn. Angeblich war er gestern da. Ja. Heute nicht? Ah, oder bist du nur von heute? Ah, von gestern nicht. Keine Info. Keine Info. Doch, auf Facebook. Auf seiner Facebook-Seite. Er hat ein Schild gemacht. Und also war an dem Schild, hat er fotografiert, dass er da jetzt hinfliegt. Und dann hat er noch einen kleinen kleinen Beitrag gemacht, dass er halt da war. Er war da, aber wo? Das ist, weiß ich auch nicht. Das ist seltsam. Ihr seid die ersten. Seit zwei Tagen, die ich da bin, den ganzen Tag, die ich gefragt habe und die nicht davon von ihm gewusst haben. Okay, random Chance, wenigstens habe ich wenigstens ein paar Leute gefunden. Das ist sehr positiv. Ja, yep. So war es. Die überhaupt wussten, dass er da war, geschweige denn, dass die meisten dort unten nicht einmal wussten, wer er ist, was ich strange fand. Weil allein das Ausschlussverfahren und dem, so viele Leute sollten ihn kennen. So viele Leute sind auch auf einer Convention, vor allem so groß, wie sie eben bei der LWM gerade ist. Hätte ich definitiv erwartet, dass ich mehr Leute zumindest finde, die wenigstens wissen, oh, er war da, oder zumindest wussten, wer er ist. Das war das Strange. Weil bis auf eben diese zwei Paarungen von Leuten, also eben
Und das erst am zweiten Tag und dann am dritten Tag erst. Und das war eben das Seltsame. Auch bei den Händlern war das so. Ich möchte jetzt gleich mal anfangen, was ich da alles erfragt habe. Irgendwie so komisch irgendwie. Auch hat mich gewundert, ich wusste, dass es keiner ist, aber ich wundere mich immer noch, dass kein Stand von Peppermint dort war. Ich glaube, ich habe irgendwo welche Nachrichten versäumt, okay? Ansonsten, yeah. Viel, viel anzuschauen, viele tolle Cosplays. War sehr unterhaltsam. Ich wurde sogar zweimal erkannt. Wurde gerade erkannt. Hab ihn letztes Jahr verloren. Ich hoffe, ich finde ihn nochmal. Das macht insgesamt 4 Leute, die mich erkannt haben auf der Convention. Finde ich cool. An einem Tag. Am Freitag wurde ich zweimal erkannt und am Samstag, glaube ich, sogar 4-mal. Okay, davon waren 2 nur, die mich so von der Messe kannten. Hey, mehr als letztes Jahr. Samstag und Sonntag war eigentlich nur noch mehr oder weniger so der Aftershock. Da war nicht wirklich viel mehr da, war zwar auch noch die Hölle los. Samstag war der Terror par excellence. Wow, also wenn hier jemand noch sagen möchte, Nischenprodukt und dann diesen Ansturm sieht, dann möchte ich wissen, wo hier die Nische ist. Das muss eine gigantische Nische sein, okay? Okay, ich hätte gern so eine Nische als Wohnraum, okay? Das wären ein paar hundert Quadratmeter. Auf jeden Fall, yep. Hat Spaß gemacht, vor allem, wenn man einen Haufen neue Leute kennenlernt. Und diesmal war es auch so, dass ich wieder ein paar ältere Sachen gesehen habe, habe auch wieder viel fotografiert, war auch diesmal fleißig, was die Videos angeht. Ich habe keine Ahnung, deswegen mache ich auch dieses Video gerade, weil es ist eigentlich kurz vor 11. Keine Ahnung, was ich mit dem Video jetzt machen werde, ob ich es einfach so hochladen werde oder sonst irgendetwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wow. Es war viel Material, wie ich jetzt gesehen habe. Allein Videomaterial habe ich mit dem kleinen Ding hier schon weit über 3 Stunden und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen werde. Vor allem, da ich die nächsten paar Tage sicher keine Zeit haben werde, irgendwas zu tun, weil ich morgen schon wieder früh raus muss zur Arbeit. Das gesagt, da werden sich auch Leute natürlich fragen, was hat er sich denn gekauft? Ja, mein Budget ist dieses Mal leider noch viel kleiner als sonst und ich glaube nicht, dass er in den nächsten Jahren auch größer wird. Das Con-Business frisst mich arm. Und wie gesagt, ich mache das ganze Jahr auf eigene Tasche. Aber ich bin froh, dass ich wieder ein paar Sachen gefunden habe. Vor allem, da es einen Stand gab, die alte Sachen aufgekauft hat und sie in kleinen Bundles rauswarf. Das finde ich übrigens super. Nur so bin ich zu einer endlich fast kompletten Ausgabe von Great Teacher Onizuka gekommen. Wie man hier schon sieht, es fängt nicht bei 1 an. Aber ist sonst durchgehend bis 10. Ich habe in einem älteren Video gesagt, dass ich die ersten beiden Ausgaben dieser DVD-Reihe habe. Und ich habe sie auch irgendwann in die Kamera gehalten. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt gerade sind, aber ich werde sie finden. Damit habe ich dann auch dieses Ding hier wieder komplett. Keine Ahnung, warum es so lange gedauert hat, aber um den Preis hätte ich niemals das Ding so im Laden kaufen können, wahrscheinlich. Habe ich noch von AV2. Das heißt auch, dass da Qualität dahinter ist. Vor allem, hier hört man es nicht, aber in den anderen Paketen hört man es. Die Dinger waren ja damals immer sehr lustig zu haben, weil man wusste, dass da immer auch zu den normalen Emeralds der kleine Gimmicks dabei waren. Bin gespannt, ob da auch was dabei ist. Ich weiß, beim anderen könnte etwas dabei sein. Dann, wie gesagt, auch dieses Mal, nein, ich habe diesmal keine Figuren gekauft. Normalerweise gehe ich nicht aus einer Con raus, ohne zumindest etwas zu kaufen in Bezug auf Figuren, aber dieses Mal habe ich wirklich nichts gefunden, was mich irgendwie ansprach. Keine Ahnung wieso, ich habe nicht, also irgendwie war nichts dabei, was in meinem momentanen Geschmacksfeld lag. Ich habe keine Ahnung wieso, ich wollte nichts zu edgy und auch nicht zu sehr Mainstream oder zu sehr, wovon ich schon sowieso genug habe. Keine Ahnung, deswegen ist es mal nur DVDs. Aber ich bin zufrieden damit, weil ich habe endlich eine komplette Ausgabe von Utena 1 bis 8. Finde ich okay, warum auch nicht. Vor allem hier hört man es noch schön. Das ist keine. Man kann es hier auf der Seite hier einigermaßen gut sehen, wenn man reinschaut, aber das kann man nicht auffangen.
die haben noch wirklich schöne kleine Extras wie kleine Booklets und Mini-Poster und Sticker dabei gehabt. Ebenfalls von AV Vision oder Anime Virtual damals so. Ja, das ist eine gute Transaktion, die man hier schön sehen kann, von den beiden Logos von einem zum nächsten Logo. Okay? Auf der hierigen Seite, das Vorgänger mit Anime Virtual und hier AV2. Was ja später raus wurde, wissen wir ja alle. Naja. Ansonsten, was hätten wir dann sonst noch? Nicht mehr sehr viel leider. Ich habe mir da die anderen drei Teile schon habe, nächsten beiden Saber Rider Audio Plays geholt. Nummer 4 hier und Nummer 5. Und natürlich, weil ich gerade dort war und mir gedacht habe, okay, warum denn nicht? Und da es noch einen guten Monat hin ist, bis Tari Tari rauskommt, habe ich bei Anime House natürlich auch Arcana Familia 1, 2 und 3 geholt. Und natürlich, das hier natürlich die Blu-ray-Edition. Warum? Weil, erstens einmal, normale Blu-ray-Hülle, also wesentliches Plus für meine Seite aus. Sobald ich das durchgesehen habe, werde ich auf jeden Fall davon eine kleine Geschichte erzählen nochmal, wenn ich mal genug Ruhe und Zeit und Muße dazu habe. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja, das waren meine dürftigen Einkäufe dieses Mal. Ich habe keine Ahnung, warum nur so wenig. Natürlich, ich habe eine Ahnung, warum so wenig, weil irgendwie mir das Geld ausging. Was soll man sagen? Man ist ein armer Schlucker. Aber ich konnte mir was Lustiges aus dem Hauptbahnhof von Leipzig holen. Haha. Dunkin' Donuts. Den meisten wird es wahrscheinlich sagen, okay, das gibt es bei uns reihenweise. Hier bei uns in Österreich gibt es noch keinen. Zumindest einer soll aufgemacht haben in Wien. Ob er schon offen hat oder so, weiß ich nicht. Und ja, ich habe es nach Hause geschafft. Mit allen. Okay, sie sind noch komplett. Obwohl draußen schon ein paar hungrige Wölfe drauf warten. Okay. Soweit also meine erste Aussage zur Leipziger Buchmesse. War interessant, war unterhaltsam. Wie gesagt, ein paar Sachen werde ich sicher noch in einem anderen Video behandeln, nur heute nicht mehr. Das dauert ein bisschen zu lange. Und was ich mit dem Videomaterial, das immer noch beim Hochladen ist, also zumindest beim Überarbeiten auf andere Platten. Ich habe keine Ahnung, wann ich damit was machen werde. Ich muss das dann mal durchsehen und dann mal sehen, was dabei Meets. Ja, unsere Katze steht auch auf süße Sachen. Auf jeden Fall, nein, hör auf. Hörst du auf? Nein. Ah, wie alle Frauen, immer wenn es was Süßes gibt, werden sie wild. Ein Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ich schaffe es nächstes Jahr wieder. Nächste größere Con in Deutschland wird für mich leider nur noch die Konichi sein dieses Mal. Ich schaffe es, glaube ich, nicht mehr. Ein paar Österreicher werde ich auch noch mitzahlen, mitreißen. Ansonsten, wer weiß. Auf jeden Fall, ja. Es wird besser, es wird interessanter auf jeden Fall, wird bunter. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz sicher. Also, ich muss jetzt mal letzte Eindrücke der letzten Tage auf mich wirken lassen und ich warte mal ab, was noch so auf mich zukommt, wenn ich mal das Videomaterial durch habe und werde dann auch nochmal eine größere Rezension raushauen dazu, eine kleine Review zu der ganzen Sache. Auf jeden Fall, mir hat es gut gefallen. War groß, war geil, war. Okay, das wird aber dann nur am Freitag gut, ansonsten. Ach du meine und auch Fresse! Es bläst der Wind, die Cosplays fliegen. Oh! So viele Panty-Shots schon heute, ein Wahnsinn. Ehrlich, man könnte das ja fast aus, als wenn man eine Kamera hätte. Aber in diesem Sinne, an alle, die mich gesehen haben, an alle, die mich erkannt haben, Cheers und ja. Eine Con ist zu Ende, zumindest eine Buchmesse ist zu Ende, warten wir auf die Dinge, die da kommen werden. Es kann nur bunter oder wahnsinniger werden. Und mit beiden bin ich okay. Bleibt fröhlich, bleibt bunt und ich hoffe, die Cosplayer bleiben so aktiv.
Ich habe ein paar gute gesehen dieses Jahr und muss sagen, jo, wenn sich das Wetter so entwickelt, kann man sicher sein, dass sich da noch einiges Interessantes ergeben wird. Ciao und bis zum nächsten Video. Jo. Und der ist noch warm, herrlich. Ah.